Hi Leute, willkommen beim Phantasas Studio. Es ist wieder Montag und das heißt, es ist wieder Zeit für das Thema der Woche. Vorab wieder ein großes, großes Dankeschön an alle, die in der letzten Woche mitdiskutiert haben bzw. sich zu dem Thema der Woche der letzten Woche geäußert haben. Da gab es jede Menge interessante Beiträge. Es wurde nicht nur auf YouTube fleißig diskutiert, es wurde auch sehr fleißig in der YouCrowd Facebook Gruppe diskutiert. Die YouCrowd Facebook Gruppe, wer es noch nicht wissen sollte, das ist eine Facebook Gruppe, in der sich sowohl Macher als auch Zuschauer, in erster Linie Macher von deutschsprachigen YouTube-Kanälen treffen und austauschen und dort auch ihre Videos posten. Die Gruppe, falls ihr die noch nicht kennt, solltet ihr mal euch anschauen. Ich poste die auch am besten direkt mal in die Beschreibung von diesem Video. Okay, ja, das Thema der letzten Woche, der Hobbyschmetterling. Erstmal vielen, vielen Dank, dass dieser ach so schöne Begriff, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, wurde ja von Marcel gewählt, der Begriff, demnach geht es nicht auf mich. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass der so gut angekommen ist und so geliebt ist und so schön passt. Wir sind alle wunderschöne bunte Schmetterlinge, wie es scheint. Nee, wäre fast tatsächlich ein T-Shirt-Entwurf irgendwie wert, der Begriff. Vielleicht kriegen wir den ja noch so ein bisschen über die Zeit, über diese Diskussion hinaus in den nächsten Monaten irgendwie noch weiterhin im Umlauf. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir den Hobby-Schmetterling nicht vergessen. Ja, was gab's zu dem Thema? Das war sehr, sehr interessant. Viele, eigentlich alle, das war wohl mehr oder weniger eine große Selbsthilfe, große öffentliche, ein großes Coming-out, Selbsthilfegruppe, ja, dass wir alle doch ganz gewaltige Hobby-Schmetterlinge sind, dass wir uns alle doch mit, sehr vielen Tabletop-Systemen, ich hab gehört, man soll sich nicht ins Gesicht fassen, wenn man solche Ansagen macht, weil das ist wohl irgendwie störend. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Genau. Viele, viele von uns sind Hobby-Schmetterlinge. Das ist halt leider, was heißt leider einfach so? Genau, das ist es eben kein leider, denn fast alle, die das bestätigt haben, dass sie ein Hobby-Schmetterling sind, haben gesagt, was soll's? Ich bin einer und ich habe damit kein Problem. Das ist ein Teil des Hobbys. Ich mache das total gerne. Von verschiedenen Spielen, verschiedenen Systemen, Figuren hin und her zu springen und da meinen Spaß zu haben. Das ist ganz interessant, denn ich kann mich noch an so eine Stimmung von vor ein paar Jahren erinnern. Da war so auf verschiedenen Conventions, das war dann immer so ein bisschen so eine Art Schande. Ja, ich habe zu viele Systeme, ich habe schon wieder Figuren gekauft, das tut mir leid. Ja, mit der Armee bin ich auch noch nicht fertig und so weiter. Das war immer, da hat man nicht so gerne drüber geredet und das wurde immer so ein bisschen an die Seite geschoben. Nein, jetzt hat sich's total verändert, das finde ich sehr, sehr cool. Die Leute schreiben, yep, ich habe überhaupt keine Kontrolle über das, was ich tue. Ich kaufe mir einfach den ganzen Mist, auf den ich gerade Bock habe und mach mal dies und mach mal das. Was soll's? Ja, sehr, sehr cool, ist bei mir persönlich eigentlich auch nicht großartig anders. Lustig ist, wie so einige dann auch noch geschrieben haben, was so ihre persönlichen kleinen Motivationstipps, Geheimpläne und ähnliches sind, wie sie sich selbst überlisten können oder gegenüber sich selbst rechtfertigen können, warum dieses und jenes System auch noch angefangen wird oder dieses oder jenes Modell noch wichtig ist, wie auch immer. In dem Zusammenhang gab es dann auch ein paar wirklich tolle Videoantworten. Vor allem zum Beispiel hat mir das Video von Hugos Hobbys sehr gut gefallen. Er hat es irgendwie sehr, sehr nett gemacht, wie er das Problem auf seine Weise geschildert hat. Und da bin ich auch noch auf einen Punkt gekommen, der hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich hatte ja so den Gedanken, ja, zig verschiedene Modelle, zig verschiedene Spielsysteme. Den Hobby-Schmetterling gibt es auch wirklich, wenn man sich nur auf ein einziges System, wie zum Beispiel, Bolt Action, das Video vom Tabletop Basement Berlin, Berlin Basement, glaube ich, heißt das, war das auch so ein Ding. Da kann man genauso zum Hobby-Schmetterling werden, wenn man wirklich sagt, okay, ich sammle nur Bolt Action oder ich sammle nur 1:72 Sowjets, dass man da auch innerhalb von einem relativ kleinen Bereich dann trotzdem wie blöde hin und her wechselt zwischen Panzern, Infanterie, Geländebau und. Das Ganze wurde in der Videoantwort von Wraith Script wurde das dann auch nochmal so ein bisschen tiefenpsychologisch, warum wir denn als Menschen so etwas überhaupt machen. Ja, das Video ist auch ganz interessant, solltet ihr euch unbedingt ansehen. Er geht da auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe, dass es halt
nicht nur, und das haben ja auch viele von euch geschrieben, nicht nur ein reines Tabletop-Problem ist, dass man so viele Sachen anfängt und konsumiert, sondern dass man das auch bestimmt auf viele, viele andere Bereiche ausweiten kann. Dass man einfach an sehr vielen Sachen interessiert ist und es machen möchte. Ich weiß nicht, wer es war. Es war, glaube ich, auch in einer Videoantwort, hat einer geschrieben, das einfachste Hilfsmittel dagegen ist einfach arm zu sein. Wer arm ist, kann sich nicht viel leisten. Der kann diese Begehrlichkeiten, die geweckt werden, ohnehin nicht erfüllen. Und der hat dieses Problem nicht. Großer, großer Vorteil. Finde ich sehr gut. Ist eine tolle Lösung. Und ja, so viel dazu. Das hat mich dann auch in einer der Videoantworten und in den Kommentaren, weil es kam, jetzt mache ich den Sprung quasi zum Thema für diese Woche, sorry, die Ankündigung vergessen, in den Kommentaren gab es dann auch häufig diesen Begriff, es ist halt, wir sind halt kreative Menschen und Tabletop-Spieler sind kreative Menschen, Tabletop ist ein kreatives Hobby und deswegen springt man gerne halt von, zwischen den verschiedenen Hobbys hin und her und deswegen ist man halt dieser sogenannte Hobby-Schmetterling. Und da habe ich mir so überlegt, beziehungsweise wir haben es uns heute Morgen so im Team als Thema überlegt, ist denn Tabletop überhaupt ein kreatives Hobby? Ich werde da jetzt nicht die provokante These in den Raum stellen, Tabletop ist nicht kreativ. Nein, ich frage wirklich ernsthaft, ist Tabletop ein kreatives Hobby? Kann man das zu den kreativen Hobbys zählen? Denn ja, was machen Tabletop-Spieler? Die bauen Modellbausätze zusammen, die bemalen Modelle und die spielen damit. Okay, bauen. Das sind in erster Linie Modellbausätze, das sind Gussrahmen, die man anhand einer Anleitung zusammenbaut. Ist das kreativ, dass wir einfach Modellbausätze zusammentackern, so wie sie in der Bauanleitung stehen? Weil, das hat der Jörg gesagt, was ein ganz interessantes Argument ist, dann wäre auch jede Überraschungseifigur, die aus mehr als ein oder zwei Teilen besteht, im Prinzip ein kreatives Hobby, weil da baut man halt eine Figur nach einer Anleitung zusammen. Der andere Punkt, ist Tabletop ein kreatives Hobby, was das Bemalen angeht? Viele bemalen ja dann doch irgendwie einfach gerne nach der Verpackungsvorlage des Herstellers oder versuchen da irgendwie das nachzuahmen. Das heißt, man hat da halt die Produktabbildung und dann sagt man, okay, das versuche ich jetzt auch ungefähr so nachzumalen und fertig. Also so richtig kreativ ist es ja vielleicht auch nicht. Oder wenn man gerade so Space Marines spielt. Man spielt Space Marines, tolle Sache. Was wählt man sich aus? Ich mache Ultramarines, Imperial Fists, Grey Knights, das bemale ich, da habe ich Bock drauf. Das sind vorgefertigte Farbschemen, vorgefertigte Orden. Das hat sich jemand anderes ausgedacht. Man reproduziert nur, man macht eigentlich nur das nach, was man irgendwo gesehen hat. Genauso wie das Tabletop-Spielen. Man spielt nach irgendwelchen Spielregeln. Ist das ein kreativer Teil? Ist das ein kreatives Hobby? Daher meine Frage, ist Tabletop überhaupt ein kreatives Hobby? Ja oder nein? Da kann man, glaube ich, ganz gut drüber diskutieren. Mit Sicherheit, Geländebau ist ein kreatives Hobby, könnte ein kreatives Hobby sein. Aber wenn ich dann auch einfach nur irgendwelche Bausätze kaufe und zusammentacker und bemale, da stellt sich ein bisschen die Frage, was ist Kreativität eigentlich? Wo fängt Kreativität an und wo hört Kreativität auf? Also die Leute, die sich zum Beispiel die Ultramarines ausgedacht haben, die haben eine blaue Rüstung, die haben gelbe oder goldene Einfassungen an ihren Schulterpanzern und so weiter. Das ist Kreativität. Da kommt man auf einen gewissen kreativen Punkt. Die Leute, die Artworks dafür machen, einfach aus dem Nichts heraus, das ist Kreativität. Einfach nur ein Modell bemalen, wie es auf der Verpackung abgebildet ist. Ist das kreativ? Oder ist der Weg dahin vielleicht die Kreativität? Sodass man überlegt, wie bemale ich das denn jetzt? Grundiere ich so? Mache ich das mit der Airbrush? Mit welcher Technik bemale ich das? Ist das die Kreativität? Ist, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Thema und das würde mich interessieren. Was meint ihr? Ist Tabletop ein kreatives Hobby? Ja oder nein? Wenn ja, warum ist es ein kreatives Hobby? Welche Beispiele habt ihr? Wenn nein, warum denkt ihr, dass es kein kreatives Hobby ist? Ihr könnt dann alle Bereiche gehen, zusammenbauen, bemalen, spielen, was ihr euch alles so denkt. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und eure Videoantworten, ganz besonders auf eure Videoantworten. Und schauen wir doch mal, wohin die Reise
diese Woche geht. Bezüglich Reise bei uns im Fitnessstudio, bei uns im Fitnessstudio, nein, bei uns im Phantasastudio, wow. Was gab es die letzte Woche so? Wir haben eine schöne Skitari-Armee fertig gemacht für einen Kunden. Da gibt es ein kleines Video zum Anschauen. Und der Marcel ist wieder da. Der hat ein neues Bartgeflüster endlich mal wieder hochgeladen. Auch das könnt ihr euch ansehen. Beziehungsweise das kann man sehr schön nebenher zum Malen oder zum Grübeln laufen lassen. Und dann kommt vielleicht die ein oder andere Idee bezüglich dem Thema von dieser Woche. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe das Thema einigermaßen umrissen. Wie immer, alle Videoantworten vom Thema der letzten Woche findet ihr in der Beschreibung von diesem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal vom Phantasastudio. Tschüss!